So, liebe Leute, willkommen zurück. 17. Spieltag, letzter Spieltag in der Hinrunde. Es ist der 19. Dezember, kurz vor Weihnachten, kurz vor dem Spiel, dem dritten Spiel im Pokal gegen Dortmund. Idealerweise gewinnen wir heute nochmal gegen den Aufsteiger Hertha, oder Wiederaufsteiger, muss man dazu sagen. Tabellenplatz 16, tun wir uns immer schwer, erfahrungsgemäß. Wir schauen mal. Sieg ist Pflicht. So sieht's aus. So, letzte Zwischenberichtsfolge war leider ein bisschen chaotisch. Da war auch viel mehr geplant durch den Abbruch. Muss ich euch ehrlich sagen, habe ich vergessen. Ich wollte mir ganz gerne die Spiele angucken. Das Spiel hat sich aufgehangen und dann war ich auch ein bisschen nervös oder beziehungsweise ein bisschen durch den Wind. Hab das jetzt einmal vergessen. Entschuldigt bitte, werde ich nachholen in der Winterpause. Und zwar gucken wir natürlich noch die Entwicklung unserer bisherigen Spiele an. Das habe ich angekündigt. In den Statistiken gibt es dafür, glaube ich, sogar ein Element, dass wir uns jetzt in der kommenden Woche ist Winterpause oder je nachdem, ob ich es jetzt am Wochenende schaffe. Nach meiner aktuellen Rechnung müsste heute Freitag sein, in der Juniwoche immer noch, Junimonat. Letzte Juniwoche, oder? Oder vorletzte Juniwoche? Weiß ich gar nicht genau. Auf jeden Fall ist das angedacht in der Winterpause. Ich hab's nicht vergessen, ich hab's bloß jetzt, wie gesagt, entschuldigt, durch den Absturz. Da musste ich das Spiel nochmal neu starten und da musste ich halt das Ergebnis nochmal durchpeitschen. Also sprich, hab dann schnell die Sofortberechnung gewählt gehabt für das Spiel gegen Gladbach, weil ich wollte ungern jetzt die schöne Folge, die wir hatten im 3D-Modus, jetzt wiederholen und nochmal das Spiel machen. Von daher habe ich dann die Variante gewählt. Hatte ich schon ein, zwei Mal im Laufe der Let's Play-Zeit zum FM, vielleicht sogar drei, vier Mal, aber hab's immer so gewählt. Diese Variante habe ich immer so gemacht, dass ich dann die Sofortberechnung gewählt habe und dann ging es dann weiter lustig. Schade nur, dass unsere zweite Mannschaft verloren hat in diesem Falle. So ganz steckt man ja hinter diesem System ja nicht, ne? Wie der FM berechnet. Schade, weil da hatten wir ja gar nichts dazu getan. Also in der zweiten Mannschaft haben wir ja, da halten wir uns ja raus. Das macht ja der Co-Trainer zum Glück. Wir wechseln nur den einen oder anderen Spieler mal ein oder bringen da mal so ein bisschen frischen Wind mit Spielern da in die Mannschaft. Aber ansonsten macht der Trainer alles. Schade, dass es da nicht für den Sieg gereicht hatte. Wie zuvor, sondern nur für den Unentschieden. Und somit noch nicht die Tabellenführung in der Schleswig-Holstein-Liga. Kacetis läuft alleine aufs Tor zu. Doch der griechische Nationalspieler schießt dann aus 13 Metern gut einen Meter vorbei. Zumindest nicht Zentimeter. Und das war die erste Halbzeit. Ist wieder mal Zeit, glaube ich. Kacetis kriegt eine 5. Das ist für mich aber nicht aussagekräftig genug, um ihn da in Strick draus zu drehen. Ist für mich einer der stabilsten Spieler, mit Riedmüller, Aktogan und vielleicht sogar noch, den könnte man noch dazu nehmen, der Schal natürlich, ne. Obwohl das auch erst, glaube ich, ist es das erste volle Jahr für Schal, dass er in der ersten steht? Müsstet ihr mal reinhauen, bin ich mir gar nicht so sicher gerade. Deli will ich fördern, fordern und gefordert. So, jetzt schlägt unsere große Stunde. Mal wieder. Kennen wir doch schon auswendig. Troje mit einer gelben. Ich habe ihn zwar eben fit gemacht, aber ich bin trotzdem Josipovic. Und mal wieder die Geschichte mit Marienberg und Fink vielleicht. Schauen wir mal, ob das Früchte trägt. Rein geht's. Und Konzi, Leute, in der zweiten Halbzeit auswärts. Gegen den Tabellen 16. sollte doch was drin sein, wenn wir schon den Tabellen 6. schlagen und auf den 8. Tabellenplatz verweisen. Würde mich wundern, wenn nicht. Gucken wir uns die Statistik an. Sieht sehr gut aus. Direkt in die Arme von Philipp Sprint. Und schöner Angriff der Kieler über Brinkmann und Aktogan, der direkt flach nach innen flankt. Unsicherheiten in der Abwehr bescheren Kiel. Man muss sagen, nur eine Ecke, es reicht nicht. Ecke von rechts, Schal mal wieder. Der macht das bei uns, klar. Wissen wir. Ah, aber gegen Josipovic bleibt der Sieger, alles klar. 60% Ballbesitz. Das sieht gut aus. Ich würde ganz gerne reinrufen. Weiter so, Jungs. Mehr Druck aufbauen. Alle aufwärmen. Ich will richtig viel Bewegung in der Mannschaft haben. Ach komm schon, ey, leck mich doch. Immer gegen die vermeintlich Kackmannschaft. Also nicht böse genommen, aber
Es sind immer die vermeintlich schwachen Mannschaften, die wir nicht unter Kontrolle bekommen. Ich verstehe das nicht. Die stehen so defensiv massiert. Mit der Hacke auf den freien Aktogan verlängert. Perfekt, alles klar, Ausgleich, komm schon. Also, es geht doch. Mann, ey. Ich werde echt zum Berserker langsam bei den Ergebnissen oder bei dieser Spielvariante hier mit den schwachen Mannschaften. War schon bei Braunschweig unnötig wie Sau. Kazetis, bringt man. Jawohl, der Schuss, das Tor. Ich habe gar nicht aufgepasst, oder? Natürlich das Tor. Und ich passe nicht auf, ey, ich Idiot. Ich passe nicht, war schon wieder hier. Kann sich auf dem linken Flügel nicht gegen, wie hieß er da, Pekarik durchsetzen, aber dann Conte kommt zur Hilfe. Das habe ich gar nicht gelesen. Und dann Deli kann noch abwehren, doch gegen den Nachschuss von Zoran ist er machtlos. Die Verteidiger von Hertha BSC schauen nur zu. So, die Frage ist jetzt, wechseln wir nochmal aus. Ja, wir haben es angekündigt, wir machen das auch. Deli hat zwar eine gute Note. Kazetis jetzt auszuwechseln und das Spielsystem zu ändern, halte ich für eine schlechte Idee. Mir fehlt auf der rechten Seite halt leider jetzt die Alternative. Nee, fehlt mir gar nicht. Fehlt mir überhaupt nicht. Flügelwechsel. Positionswechsel, das wird spannend jetzt. Was ganz Neues mal probiert. Was ganz Neues. Conte ist zu gut, um ihn rauszunehmen. Der von der linken Seite sofort zu Christian Merz weiterleitet. Dieser überwindet Keeper Riedmüller doch, aber fahren sich sofort im Abseits, Alter. Im Abseits, Junge. Junge, im Abseits. Oh, Scheiße. Spielerwechsel Alessandro für Pekarik. Komm schon. Wie gesagt, normal hätte ich auch Fink noch eingewechselt, aber der ist, wie gesagt, Conte heute zu präsent. Auf geht's, Jungs. Komm, reiß es an euch jetzt hier. Marienberg mit einem Übersteiger auf den Flügel. Seine Flanke kommt hoch und weit und genau auf die Brust von Josipovic, der sich den Ball zunächst schön vorlegt und dann mit einem trockenen Schuss in den Winkel abschließt. Ist hilflos und hebt die Hände und kackt sich in die Hose. Tor für die Kieler. Josipovic mit dem 3:1. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Oh, meine Güte. Da fällt mir, ich muss euch ganz ehrlich sagen, da fällt mir ein Stein vom Herzen, dass wir das Spiel hier an uns gerissen haben. Weil wenn das jetzt wieder verloren gegangen wäre, hätte ich langsam echt an unsere Mentalität gezweifelt. Das war schon gegen... Oh, Elfmeter. Für wen? Ui, Knoll. 76. ist früh. 76. ist mir ein bisschen zu früh. Kann Aktogan in unserem Strafraum faulen. Zum Glück haben wir das 3:1 gemacht. Abwarten jetzt. Komm schon, Jungs. Konzi und dann gib ihm. Deli noch mit der gelben Karte, ey. Und holen sich alle eine ab. Aber es zeigt zumindest Einsatz. Zeigt Einsatz. Komm schon, Jungs. 88. Wenn Annie Spain hat hier drauf für Lustenberger. Nachspielzeit. Yes! Yes! Yes, alles klar, die Fans sind schon abgehauen. Boah, 1,0 Josipovic nach Einwechslung. Geiles Ding. Und ich muss euch ehrlich sagen, mir fällt da echt ein Stein vom Herzen. Habt ihr schon gesagt. Unterwegs, Ergebnisse. Ganz wichtige, also tendenziell sehr guter Abschluss der Hinrunde. Mit den letzten drei Spielen, alle drei Spiele gewonnen. Das sind 9 Punkte, die wir nochmal dazu geballert haben. Sehr gut, sehr gut.
stimmt mich doch sehr zufrieden. 29 Punkte ist in Ordnung. Natürlich können wir oben nicht mithalten. Das sind ganz andere Hausnummer. Aber gut, wir sind auch selber schuld, ne? Wenn wir so Spiele unten verlieren wie gegen Braunschweig und solche Geschichten. Aber das war wichtig heute gegen Berlin. Das war wichtig. Das war essentiell. Wir haben eine Tordifferenz von plus 1. Er geht gar nicht. Richtig schlecht eigentlich sogar. Aber gut, dann wäre ich noch schlimmer dran. Hoffenheim zum Beispiel, die haben richtig abgebaut. Mal gucken, wie wir darauf aufbauen können in der zweiten Saisonhälfte. Hannover hängt ganz unten drin. Da könnte man sich sogar nochmal bedienen. Da könnte man sich an den ein oder anderen Spielen nochmal bedienen. Wenn die absteigen sollten, hole ich die Jungs zurück. Dann hole ich Montero zurück. Oder? Wäre schade, ne? Wenn der runtergehen müsste. Der gute Montero. Gekauft haben sie ihn für 5,5 Millionen. Ist auch viel Geld, ne? Ist auch viel Geld. Wie lange war er bei uns? 16, 4 Jahre. Für 250.000 gekauft, ne? Ist auch wieder so ein schönes Beispiel, ne? Für perfektes Ausbildungsverein-Geschichten, ne? Absolut. Bremen. Haben wir in Bremen was verkauft, was mir auffällt? Junuzovic, Ekishi. So. Ne, Nachbericht. Wir gehen ein Stückchen weiter. Wir sind natürlich sehr zufrieden, sowohl mit dem Ergebnis als auch mit der Leistung meiner Mannschaft. Kann ich heute sehr gut leben. War in Ordnung, ja. Wieder leider hinten zwei Dinger gefangen, aber das kennen wir ja schon. Josipovic schafft es in die Elf. Ja, wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, würde schon ganz gerne so ein bisschen an Aktogan und Josipovic festhalten. Die Bayern, Leute. Zumindest in der Variante ist der FM realistisch. Ne? In regelmäßigen Wechseln hier, mal Leverkusen, mal Dortmund. zumindest da ist der FM sehr realistisch. Zum Glück in diesem Spielstand. Ne? Das war ja beim alten Spielstand mit Hamburg eine ganz andere Situation. Gut. Tabellenplatz 14. 14 bei der Einschätzung des Präsidiums. Senkrechtstarter der Saison. Ja, Boré, Schal und Tobi sind mit dabei. Rausch, Holzer. Da lässt sich auf jeden Fall was machen in dem Bereich hier bei den Hannoveranern. Marc Rausch, leider bloß 3 Sterne, aber das hat ja bei mir nicht viel zu heißen. Bin ja da nicht so, der nur auf Talent schaut. Schon, aber nicht nur. Knödler, interessanter Kandidat. Schal natürlich durch die Decke. Und Boré natürlich, ne? Aber langsam, langsam. Aber entwickelt sich sehr, sehr gut. Aktogan erreicht neue Erfahrungsstufe. Er hat jetzt eine 4 mit seinen 26. Das heißt 0, ne? Ja. Perfekt. Keine Abwertung mehr im Bereich Stärke jetzt für die Erfahrung, die er genießt. Ein Marktwert von nur 5 Millionen ist eigentlich ziemlich wenig, finde ich. Aber das gibt uns die Chance. Wir haben jetzt, der hat noch 4 Jahre Vertrag, Leute. Wir haben 2020. Wir sind im Jahr 2020. Sagen wir mal, wir sind 21. Hat trotzdem noch 3 Jahre Vertrag. Also das ist schöne Weihnachtsfeier. Die Spieler verlieren 5 frische Punkte. Das ist in Ordnung. Damit lässt sich leben. Die zweite Mannschaft spielt. Noch lass mir mal ganz kurz hier wo drauf drücken. Das ist mir doch ein bisschen wichtiger. Dass wir die Speicherung durchpeitschen. Weil da habe ich jetzt ein bisschen Panik wieder eine Weile. Bis ich da wieder nachlasse und das nicht so häufig mache. Smolly ist müde. Hoffentlich sind wir aber fit genug für das Pokalspiel, ne? Gegen Dortmund. Hoffentlich. So, das ist schon fast hier amtlich, die Story. Josipovic rein. Ganz, ganz starke Entwicklung genommen. Super letztes Spiel. Kolb. Boré würde ich ganz gerne wieder öfter sehen. In den Reihen der Mannschaft. Ich tue mich halt schwer, was ich mit ihm mache. Ich weiß es halt noch nicht. Er ist jetzt 18 Jahre alt. Ob ich ihn jetzt rechts als rechter Mittelfeldspieler oder als rechter Verteidiger einsetze oder vielleicht wird er doch noch rechts außen. Ja, glaube ich eher weniger dran. Aber rechter Mittelfeldspieler ist, glaube ich, da schon eine ganz gute Variante. Rechter für einen rechten Verteidiger. 1,78 ist auch nicht von der Statur her der größte. Dann doch eher mit 76 Kilo wird es auch schwierig dann gegen die
häufig sehr robusten Außenverteidiger sich gegenzustellen. Ich glaube, von der Veranlagung her ein starker Spieler auf dem rechten Mittelfeld. Aber er müsste halt noch ein bisschen mehr im Bereich Dribbling und Offensivgefahr arbeiten. Das wird noch nicht eine Weile hinziehen. Leider, aber das stört mich nicht. Wir haben ja Alternativen momentan in der Mannschaft. Das heißt, er hat noch genügend Zeit, sich dazu, da besser zu werden. Das lege ich einfach mal so fest. In den Bereichen geht er schon sehr gut voran. Wenn er das fertig hat, werde ich dann noch ein paar Alternativen hinzuziehen hier bei Beweglichkeit und sowas. Dribbling hätte ich da ganz gerne noch. Da ist noch viel Zeit, wie gesagt. Also lass den Junge mal erst sich ein bisschen noch entwickeln. Er hat das Riesentalent, aber er braucht halt einen Ticken länger, weil er ja von einem Rechtsverteidiger zu einem rechten Mittelfeldspieler avanciert. Macht so circa die umgekehrte Entwicklung, wie zum Beispiel einen Virinha, ne, bei Wolfsburg, der ja vom Rechtsaußen zum rechten Verteidiger geworden ist. Schön ist er halt, er hat im Bereich Zweikampf war schon ein bisschen Vorsprung, ne, was die Entwicklung angeht, die Fähigkeiten angeht. Aber das macht mir nichts. Das ist mir eigentlich sogar schon relativ gleich. Antrittsschnelligkeit finde ich stark. 77. Kann man auch nochmal ein bisschen dran arbeiten. Offensive Stellungsspiel. Ja, ihr seht schon, ne, da fehlt es noch ein bisschen. Aber in Ordnung. So. Er hat Zeit. Alle Zeit der Welt mit 18. Gar kein Druck. Andere sind da natürlich von ihrer Position jetzt schon ein bisschen weiter. Das sehen wir zum Beispiel hier, ein Klamit. Klar, ist auch einfach. Masching ist da auch schon ein bisschen weiter. Obwohl ich den auch ganz gerne auf links außen sehen würde. Dribbler. Kriegen wir, was ist, wenn wir jetzt unsere zweite Mannschaft ein schönes 4-3-3 auf die Backen kleben? Mit offensiven links außen, links 4-2-1-2-1 ist das genau. So. Haben wir dann kein Rechtsaußen? Was ist, wenn wir den Boré runternehmen? Und dass er da das spielt, Rechtsaußen? Wobei, wie weit ist er denn da mit Rechtsaußen? 56 mit 18. Sollen wir das machen? Wen würden wir dann alternativ in die erste ziehen? Von wem bin ich sehr überzeugt? Masching und Klamit. Von den beiden bin ich sehr überzeugt, aber ist noch ein bisschen früh. Offensives Mittelfeld brauchen wir nicht. Defensives auch nicht. Wir bräuchten, wenn, dann wäre das in der Innenverteidigung. Da haben wir aber nicht viele Alternativen. Da gibt es bloß Tetsch und Montebello. Der Rest ist eher alternativ anzusiedeln. Fiegel. Und dafür könnte Skeletrin dann spielen. Aber rechtes Mittelfeld, wen würden wir denn da nehmen? Elig mit einer 63, da muss ja jemand für Brinkmann. Oder Deli geht dann auf rechts, kann er ja auch spielen. Dann würde ich fast sagen, den Fiegel. Und Fiegel lassen wir dann laufen. Fiegel lassen wir dann mit Einsatzzeiten für Schal laufen. Sehr verbessert. So mache ich das, Leute. Ich bin auch nicht der Meinung, dass es jetzt die Mannschaft auseinanderreißt. Ich glaube nicht, dass es die Mannschaft auseinanderreißt, sondern es gibt ihnen einfach nur eine weitere taktische Aufstellung, die sie jetzt im Winter auch schon trainieren können. Ist meine Einschätzung. Will ich ganz gerne so machen. Training, Aktion in die erste Mannschaft verschieben. Dauerhaft. So, das können wir ruhig so lassen, den Rest. Freistöße trainiert er immer noch und dann Dribbling. Da ist er schon bald drüber, ne? Ballkontrolle ist auch schon durch. Hardcore. Zieh das mal ein bisschen höher da. Flanken hat auch schon eine 72. Auf den freue ich mich nächstes Jahr. Ganz, ganz dolle. So. In Ordnung. Ich kann es ihm gar nicht sagen, aber er wird damit schon klarkommen.
Muss er mit 18. Alle Zeit der Welt. Möchte im Training gefordert werden. Na dann leg mal los. So. Eine 54. Mannschaftsstärke 698. Da waren wir schon über 700, ne? Mit den 60er Spielern dort. Gucken wir mal, oder? Wie das läuft. Die spielen doch jetzt am 22. in zwei Tagen. So offensiv, wie das hier jetzt angedacht ist. Wer ist ein Spielmacher hier? Dosson, Sturmtank, Klamit natürlich. So, gucken wir doch mal, was da rauskommt, hä? Jetzt dreht er durch, der Bergi, ne? Jetzt läuft's doch gerade mal und dann muss er alles wieder umstellen. Ja, aber es macht ja Spaß. Das macht ja gerade den Spaß aus. Stillstand ist Rückschritt. Niemals damit zufrieden geben, wie es ist, sondern immer noch versuchen, wieder was zu verbessern oder was zu verändern. Ob es dann besser ist, im Nachhinein sieht man dann immer später. So, sehr schön, weiten Kreisen. Wir sehen hier mal so ein bisschen, gucken wir ein bisschen rein hier, wer da am Start ist von uns. Hört sich in den Grenzen, ne? Schal, das war klar. Das war klar. Und Rangliste, Außenbahn, Offensiv. Meier, Brinkmann ist sogar hier im Blickfeld. Dann müsste es aber auch Deli sein. Jo. Wen haben wir denn noch hier so? Ich guck mal gerade. Außenbahn, Offensiv. Der Bönke, ne? Und der Meier. Na, ist denn klar. Das sind schon Superstars. Mittelfeld. Koch. Oh. Kevin de Kelder. Toni Kroos und der... Weltklasse. Beste Halimi, Leute. Weltklasse. Çalhanoğlu, Mkhitaryan. Smolly. Schlecht. Stürmer. Aktogan, Josipovic. Beide in der internationalen Klasse vertreten. Das freut mich doch wirklich. Sehr schön. 1:1 spielen sie. Kann das sein? Kann das sein, dass sie nur unentschieden gespielt haben? So, Ballas ist wieder fit. Sehr schön. Özcharak erreicht neue Erfahrungsstufe. Jo, 1:1 und beste war Tetsch. Gib ihm Training alles, Alter. So, ja, fürs frische Umstellen ist auch in Ordnung. Dann gucken wir doch mal. Der Neustädter, nee, den will ich nie mehr sehen. So. So machen wir das. Mal gucken, ob Boré das schafft hier, ne? Schnellstmöglich noch mit zu trainieren. Da dann noch. Ja. Oh, der muss eine ganze Weile, ne? Ich glaube, der hat da 95. Oh, na, 95% ist aber nicht so viel. Grundstärke 54. Dort schon 58. Dort schon 60. Da tun wir uns so mehr Gefallen, ne? Lass die Lungs doch auf linke Mittelfeld spielen. Die müssen doch keine offensiven Brecher sein. Um so eine Aufstellung spielen zu können, wir probieren ein bisschen aus. War mal ein Versuch wert. Ich denke aber auch, allein von der Entwicklung her, ist das nahezu unmöglich da. Selbst wenn nicht jetzt Masching. Die Veranlagung für einen brutalen Linksaußen hat er. Toll, ist super. Aber, kann ich ein Masching dann in der Bundesliga nächstes Jahr so spielen lassen? Geht ja auch nicht. Geht ja gar nicht. Wir spielen ja, wir werden ja nicht, wenn wir unser Spielsystem nicht ändern im nächsten Jahr oder dass wir uns es erlauben können, mit links- und rechts offensiven Stürmern zu spielen. Also da musst du ja schon so gut in der, im Mittelfeld und in der Defensive sein. Da müssen die Außen auch alle mitrücken. Also da brauchst du schon eine richtig Hardcore-Mannschaft, um sowas Offensives spielen zu können. Ich brauche ja die defensive Unterstützung von den Mittelfeldspielern, von den Seiten, von den Flügeln, ne, von links und rechts. Von daher schon in Ordnung so. Ein bisschen probieren gehört dazu, sonst wäre das auch, wie gesagt, alles so ein bisschen langsam und lahmarschig. Wir gucken mal, haben wir jetzt viel verloren, was jetzt angeht? Wir haben zwei Spiele unentschieden gespielt. Abstand verloren? Nö, die auch. Immer noch 3 Punkte. Ist in Ordnung, das werden wir schon hinkriegen in der zweiten Runde. Jetzt mit Boré wieder in der zweiten Mannschaft. Das ist in Ordnung. Fiegel lasse ich in der ersten. Ballas ist wieder fit.
Dann kann ich ihn reinnehmen. Ganz wichtiger Akteur. Jo, Sulimali Kulibali. Marktwert, Mindestablöse 9 Millionen. Ja. Gucken wir mal, ob jemand das bietet. Wir werden es ja sehen, 25. Dann kann ich nächstes Jahr gemütlich den Klamit hochholen. Ist in Ordnung. Wir werden ja sehen, was wir... Man muss schon fast sagen, den wir losbekommen, ne? Die Genti ist ja auch so ein Kandidat. Verkauf. Marktwert. Da will ich ja den Öscharak hochholen. Leidig. Ausmisten, ne? Irgendwo müssen wir halt ausmisten. Aber was mache ich denn? Marktwert 175.000, Mindestablöse 2 Millionen. Also das ist sowieso ein, den wir nicht rausbekommen, ne? Da haben wir uns ein bisschen verkalkuliert, sieht man mal. Also tierisch verkalkuliert habe ich mich mit dem Leidig, was das angeht. Er baut ja auch nur ab, ne? Also das ist so ein typischer Spieler, der, keine, wenn er keine Praxis hat, tierisch nach unten durchgereicht wird. Gucken mal, Marktwert. Ja, schal. 20 Mille. Bin mal aufs Transferfenster im Winter gespannt, Ladies and Gents. Das wird sicherlich krachen, ne? Wer läuft denn aus nächste Saison? Da müssen wir aufpassen. Ja? Diese Saison keiner, nächste Saison eine ganze Menge, Jungs. Ende 22. Das heißt, wir müssten entweder jetzt diesen Sommer verlängern oder sie verkaufen. Ansonsten kriegen wir keine Ablöse. Und das ist eine Menge. Dessen Vertrag läuft schon aus. Marktwert. Wie viel haben wir gekauft? 8 Millionen, ne? Schürke, Brinkmann, Marienberg. Plane ich mit allen. Ja, bei Brinkmann muss ich ehrlich sagen, den kann ich ruhig auf die Liste setzen. Der abzugebenden möglichen Spieler. Ballas ebenfalls. Da muss ich jetzt nicht zwangsläufig überall Vertragsverlängerungen anstreben. Die Genti, Fiegel. Fiegel würde ich ja ganz gern behalten. Den brauche ich fürs rechte Verteidiger. Als rechter Verteidiger. 5 Jahre. Fertig ist das. Gar nicht viel dran rumeiern mit ihm. Smolly. Was hat er denn für einen Vertrag aktuell? 1,5 Millionen. Wie sieht das aus, wenn ich verlängern will? Verdoppeln. Das ist hart, ne? So. Jetzt müssen wir ihn schmackhaft machen. Auslandsangebot. 100% des Marktwertes. Ist das förderlich? Ja, es ist förderlich. 150 bei keinem internationalen Wettbewerb. Jo. Gehaltskürzung bei Abstieg. Er hat schon. Tja, aber hat sich schon mal verlängert gehabt. Kein. Jährliche Erhöhung nehmen wir wieder mit. Erhöhen das so 5%. Jo, das können wir schon mal rein mitnehmen. Und die Torprämie können wir verdoppeln. Das können wir uns leisten, hoffe ich.
So. 2,7. Das wäre schön, wenn das klappen würde. Was kostet uns Schal? Wir gucken mal, ja? Ja. Das explodiert dann. Das explodiert dann. Das explodiert, das will ich einfach nicht. Das ist das Vierfache, was wir aktuell bezahlen. Das Gehalt vervierfachen ist dann schon... Klar, steht jetzt auch im Rahmen seiner Qualitäten. Das muss man halt, das darf man halt nicht vergessen, ne? Es ist im Rahmen seiner Qualitäten, aber es wäre das Doppelte, was Riedmüller als Führungsspieler kriegt. Das kann auch nicht sein, ne? Und das, wie gesagt, ich will das, schon, will das nach wie vor hier im Rahmen halten. Daran kann man sich so ein bisschen orientieren. Ich finde es in Ordnung, dass Smolly als Spielmacher dann so ein bisschen die Gehaltsgrenze erhöht. Da können wir die anderen dann anteilig dann nach oben ziehen. Das ist in Ordnung. Aber das Vierfache nicht, genauso wie Aktogan. Da müssen wir auch nochmal ansetzen. Hier sind die nächsten Troué, Conte, Cacetis. Die werden auch alle bald ihre 3 Millionen haben, ne? Ist klar. So, in Ordnung, Leute. Wir gehen rein, ne? Dortmund zu Hause. Wunderschön. Wunderbar. Spielen wir mal 3D-Modus. Letztes Spiel im Jahr 2020. Also, wir sehen uns. Macht's gut. Ciao, ciao. Was vergessen? Ja, natürlich. Wahrscheinlich hier. Bisschen die Taktik noch, oder? Bisschen Siegprämie rausknallen. Gegen die Dortmunder. Wenn wir da weiterkommen würden, das würde uns schon mal wieder ein bisschen Prestige bringen, würde ich sagen. Haben wir da schon ein bisschen was aufgebaut? Ihr habt das ja verfolgt. Ich verfolge das ja nicht mental. 14-10, sieht gut aus. 14-10 ist doch schon ein guter Wert. Ist doch gar nicht so verkehrt. Wir können auch hier nochmal reinschauen, ob hier alles in Ordnung ist. Stadion ist banal, ja, und der Rest alles auf 3 Sterne, ne? Und das Umfeld müssen wir noch nach oben drücken, ne? Da fehlt auch noch eine Menge. Gut. Rest machen wir dann natürlich in der Winterpause, ne? Wir sehen uns. Ciao, ciao.